Na? Na also. Oh Gott, das hat sich auch mal so gar nicht gelohnt. Das hat sich echt gar nicht gelohnt. Der Bogen tut ein bisschen weh, der da drin war. Muss ich sagen. Oh, da unten ist mein Schatten. Seht ihr es? Whee! Whee! Na gut, dann gehen wir mal runter. Könnte mich eigentlich mal heilen, ne? Da. Wobei die eigentlich ein bisschen verschwendet ist. Im Moment, wenn ich so ausgerüstet bin. Deswegen ändere ich mal kurz was. Lebensenergie, Lebensenergie und das Amulett. So, dann habe ich wieder jede Menge Leben. Und dann klappt das mit der Heilung besser. Weil die halt 400 und ich hatte gerade mal ein bisschen über 400. Da unten ist ein Zelt. War ich an dem... Ach, ich glaube, nee. Ne? Ey, das müssten die Nomaden sein. Weil das zu weit oben ist. Was? Ah, nein, da war ein Wüstenräuber. Da war ein Wüstenräuber. Ich remembere. Korrekte Lilly. So, die bösen Viecher hier. Upsi, blöd, ne? Ich werde nicht außen rumlaufen, das sage ich euch. Mir egal, dass ich Leben verliere. Hält sich ja noch in Grenzen. Okay, hier fülle ich wieder Leben. Ein bisschen unangenehm gerade. Ach scheiße, ich habe ja noch. Das fällt mir gar nicht. Einfach komplett alles falsch. Falscher Bogen, falsche Ringe, falsches Amulett. Oh, jetzt wieder raus. Oh no. Ich habe irgendwie ein mieses Gefühl. Ah, okay, das ist unbegründet. Das ist hier. Okay. Dann ist das wenigstens auch geklärt, wo das hinführt. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt komme ich gleich wieder an so eine Stelle, wo irgendwie ein Golem ist. Die mich 7,5 Kilometer zurück nach Tamora prügelt. Alter, ist das gruselig, wie das Viech immer fast schafft zuzuschlagen. Aber ich halt doch jedes Mal wieder unterbreche, weil ich schnell genug schieße. Also ein Spiel mit dem Feuer. Ha, weil ich mit Feuerpfeilen schieße. Ha, versteht's? Ha! So. Hier ist es aktuell ziemlich leer. Mal was anderes. Da hätte ich einmal noch kurz warten sollen mit dem Schießen. Aber jetzt zum Beispiel kann ich die Heilung verwenden, weil jetzt kann ich 400 Leben regenerieren. Das ist Sackgasse? Nee. Ein bisschen sah es dann noch aus. Ah, jetzt bin ich hier.
So fügt sich langsam alles zusammen. Zumindest glaube ich zu wissen, wo ich gerade bin. Da bin ich mal umgedreht, weil ich gesagt habe, das ist jetzt alles hier zu weitläufig. Das muss jetzt nicht sein. Jetzt wird er gleich wieder wütend. Na, doch nicht. Doch, jetzt. Jetzt ist er wütend. Dass ich den erstmal ganz lang dann nicht treffe. Irgendwie seltsam. Ich rüste mal wieder die Feuerpfeile aus. Da kann man auch wieder hoch. Das ist noch ein Feuergolem. Es ist irgendwie traurig, dass ich einen Feuergolem mit Pfeilen besiege. Weil ich mit Eis weniger Schaden an ihm mache. Ist wieder narrt. Fangen wir wieder so an, ja? Ja, tun wir. Meine Güte, da war wieder dieser unsichtbare Schlag, vor allem dieses Schlaggeräusch. Das macht es irgendwie noch lächerlicher einfach. Sind da noch mehr Golems? Ich mag dieses Gebiet hier gar nicht. Hier sind mir zu viele Golems. Wir schauen mal, ob ich damit Gift fallen, weil da kann ich auch eine Menge herstellen. Und 30. Das macht ja sogar noch mehr als die Schmetterpfeile. Ich habe auch bei den letzten. Auch wenn das dann Pfeilverschwendung ist, habe ich bei den letzten keinen Bock mehr in den Nahkampf zu geben. Man hat es bei dem gerade gesehen, nachdem der diesen buggenden Schlag hatte. Das war jetzt auch gruselig. Kann halt. Ah, doch. Ah, nicht so ganz. Nee, macht mich fertig. So geht's. Da bin ich jetzt geizig. Der Geschäftefall macht sogar 10 Schaden. Mr. Löwe, kommen Sie? Kommen Sie her? Haha! So, wie komme ich jetzt da hoch? Vielleicht von da oben rüberspringen. Ist da oben noch ein Golem? Ich vermute ja. Ich werde meine Giftpfeile direkt ausrüsten, speichern und hochlaufen. Alternativ kann ich auch hochlaufen, speichern und dann die... Nee. Doch, speichern und dann die Giftpfeile ausrüsten. Dann ist nämlich absolut alles falsch. Wie viel Schaden macht das? Das macht auch richtig viel. Ja, theoretisch könnte ich sogar die jetzt mit Pfeilen wegmachen. So viel Schaden, wie das macht. Aber die sind noch angenehm, sie normal zu machen. Oder zu angenehm, als dass ich sie mit Ressourcen töten möchte. Nur manchmal vielleicht zur Abwechslung. Aha, da liegt
gibt jede Menge Shit. Was haben wir hier? Oben? Nischt? Nischt, nischt? Nut, nut! Nee, hier ist nichts. Spring mal lieber hier runter, bevor ich ganz runterfalle. Und hier speichere ich, bevor ich ganz runterfalle. Hey! Ah, nice. Elixier des Geistes, Lederbeutel, Blitz, bla bla bla. Ja, nicer Shit. Elixier des Geistes ist vor allem der nice Shit. Ich muss jetzt nur jemanden treffen, der mir nochmal Mana beibringt. Aber das ist irgendwie die größte Herausforderung. Will ich da nochmal rüber? Muss ich aber nochmal außen rumlaufen. Ja, so lange dauert es jetzt auch nicht. Komm, machen wir das schnell. Vielleicht kann ich hier abkürzen. Hm, wenn du dich festhalten würdest, geht's. Nee, mach's aber nicht. Das sind entweder sehr dunkle Löwen oder Panther. Sehr dunkle Löwen, okay. Frag mich, ob ich mit zwei Handwaffen wesentlich mehr Schaden machen würde. Ich mache halt einfach nur 20 pro Schlag. Die Sonne ist mir hier gerade ein bisschen zu hell. 20 pro Schlag, da geht halt schon mehr, ne? Oder sollte mehr gehen. Das führt ja nur hier rüber, ne? Dieser Weg. Also hier dann quasi. Am I right? Yes. Gut, dann kann ich jetzt runter und in die Richtung. Da bin ich nämlich hier hin, bin ungefähr bis da über meinem Kopf gelaufen. Und habe ich gesagt, nee, das lasse ich erstmal. Und bin wieder gegangen. Kam ich von da. Das schaut schon wieder zu sehr danach aus, dass man da hochklettern sollte, weil da was ist. Oder ich interpretiere wieder zu viel rein, weil der Charakter ist wieder hart überfordert mit dem Klettern hier. Ja. Selbst wenn es geht, jetzt habe ich keine Lust mehr. Bin ich jetzt eigentlich noch auf der Karte sichtbar? Nein. Das hört sich wieder nach einem Schattenläufer an. Nee, ist ein Löwe. Da oben. Na komm her. Zieh den Bogen weg. Zieh den Bogen weg. Steck den Bogen weg. Ich lockte halt gleich alle an. Man muss aufpassen. Einzeln ist das absolut machbar. Aber wenn ich da zwei anlocke, ist eigentlich schon fast vorbei. Aua. Blöde Viecher.
Ist es wegen der Uhrzeit, dass sie sich jetzt bewegen? Ich glaube ja, ne? Muss halt schauen, dass ich es jetzt irgendwie einzeln unlock. Aber so ist es jetzt einfacher, die einzeln anzulocken. So ist es gut machbar. Aua. Next. Speichern. Next. Come to me, baby. Come to me closer. Seek for revenge. For your dead friend. Jetzt ziehen sie nochmal weiter. Ihr seid ja ulkige kleine Löwen. Möchtet ihr bitte da bleiben? Ich möchte euch töten. Womit wir wieder bei dem typischen Tagesablauf werden in Gothic spielen. Nein, ich hab verfehlt. Das hätte nicht verfehlen dürfen. Dann hätte ich kein Leben verloren. Das hätte nicht verfehlen dürfen. Aber naja. Ist ja alles gut. An sich. Mir geht nur einfach die Heilung immens aus. Ich könnte mir ja für die ganzen Feldknöteriche Tränke herstellen, aber das wären halt auch... Ich habe zu wenig Feldknöteriche. Das ist Feldknöterichs. Feldknöteriche. Was ist die Mehrzahl? Feldknöteriche. Feldknötereten. Sag mir bitte, dass das wohin führt. Es schaut aktuell aus, als wäre das eine Reise ins Niemandsland. Zumal es auch dunkel wird. Oh, das sind Viecher. Ratten. Wow. Für die verwende ich sicherlich keine starken Pfeile. Diese Aufmerksamkeitsspanne von den Viechern. Wieso droppen die eigentlich keine Zähne? Also mindestens 2 Schneidezähne können sie droppen. Feuerwaran. Puh, ich dachte, ich treffe gar nicht mehr. Ich glaube, da hinten ist ein Gebäude oder so. Ist aber auch gar nicht schlecht, weil es wird... Kann ich jetzt bitte treffen? Oh mein Gott. Da oben liegt wieder was. Ich habe bestimmt schon mehr Pfeile nicht getroffen, als getroffen. Insgesamt. Über das gesamte Spiel.
die Barane irgendwie nochmal einen zusätzlichen Schutz, dass manchmal die Pfeile abprallen oder I don't know, weil bei denen ist es wirklich ganz schlimm gerade. Ja, da oben haben wir eine Golem-Versammlung. Ein Traum, seid ihr wenigstens welche? Nein, ihr seid die Arschloch-Golems. Tut mir leid für den Ausdruck, aber genau das sind sie. Da brauche ich die Waffe gar nicht ausrüsten. Ich habe aber schon eine Idee. Hoffentlich klappt die. Hallo? Ich steck hier fest? Alter. Oh ja, wie viele? Mhm. Ganz lustig. Ja, mein Plan ging zumindest teils auf. So bin ich zufrieden mit dem Plan. Da gibt's auch nicht viel, was ich dazu sagen kann an Commentary, außer dass ich langsam die Schnauze so voll habe von Golems. Kommt's mal bitte gleich alle mit. Okay, hat keiner rüber geschafft. Das ist eine unglaubliche Lärmbelästigung! Den Golem, den ich treffen will, kann ich nicht mal anvisieren. Da brauchst du jetzt gar nicht aufregen. Der eine war schon mal ungefähr in die richtige Richtung. Oh, er schafft sogar. Oh, okay, boy. Der hat den Aufzug nach unten genommen. Und der andere anscheinend auch. Alter, wo... Ich wollte gerade fragen, wo will er denn jetzt hin? Das ist mir aber relativ wurscht. Oh, einer findet einen Weg zurück. Ja. Nahezu, zumindest. Hoffentlich gibt es irgendwann eine Quest, dass ich diese Sandgolem-Herzen abgeben soll. Und dann kann ich sagen, Dude, ich hab schon 47.000, magst du die gleich haben? Also Eisenerzbrocken, 50 Stück. Mhm. Aber ich habe noch nicht ganz rausgefunden, für was die Eisenerzbrocken sind. Sind ja keine Erzbrocken. Obviously. Okay, es können auch nur Ruinen sein, da oben. Aber ein Bett wäre nicht schlecht, weil es ist halt Duschte. Zauberduschte. Wo ist der Golem jetzt hin? Und er kehrte nie wieder. Na gut, dann gehe ich jetzt hier hoch. Also das, was ich jetzt ein bisschen blöd finde, ist, dass man... Ah, doch, da unten bin ich jetzt wieder sichtbar. Vielleicht war ich es vorhin auch und habe mich nur nicht gesehen. Weil ich hatte jetzt, also ich hatte jetzt so ein bisschen den Eindruck, dass das hier... Varant ist. Dass du außerdem hier von Varant nichts erforschen kannst, hatte ich jetzt zumindest das Gefühl. Ob es so ist, I don't know.
Aber wenn ja, wäre das gar nicht so schlecht, weil es ist sowieso schon sehr groß, das Spiel. Und wenn man Varant jetzt auch noch lang zieht, in dem quasi alles begehbar ist, das wäre too much, glaube ich. Weil Varant ist ja wirklich riesig. Oh. Wait a minute. Bin ich da, wo ich denke, dass ich bin? Nein, bin ich nicht. Wo geht das dann hin hier? Mhm. Ah, okay. Tolle Höhle. Ich dachte gerade, ich wäre bei dem Hochgang bei dem Schlachtfeld. Aber nee, bei dem Schlachtfeld ist ja oben das Dingens, der Belia-Turm. Ja, ja. I kind of forgot about that. Just a second. Wüstenläufer. Wüstenschattenläufer. Müsste nebeneinander stehen. Was, komm her. Samson. Tiffy. Jetzt bist du dran. Da oben pennt noch. Wenn der jetzt zusätzlich kommen würde, hätte ich keinen Spaß. Aua, ich bin eigentlich gerade noch ausgewichen, aber war wohl schon zu spät. Insgesamt habe ich sogar drei Schläge kassiert jetzt. Für jeden vorherigen Schattenläufer einen und für ihn. Was ist denn jetzt passiert? Oh! Gut. Okay, drei Pfeile. Holy moly. Das ist eine Ansage. Schwarze Perle, Aquamarin. Na gut. Also tut mir jetzt natürlich ein bisschen leid, dass das Commentary gerade sehr einsilbig ist oder beziehungsweise sehr, naja, zurückhaltend, sagen wir mal. Aber es gibt zu dieser Situation hier gerade wirklich nicht allzu viel zu sagen. Was da oben ist, interessant genug, dass man vielleicht wieder mehr palabern kann. Aber das ist halt so der Nachteil, wenn es einfach nur viel freie Fläche mit viel nix ist, dann gibt es auch nicht viel zu sagen. Okay. Ist hier noch irgendein Viech? Ansonsten gehe ich da jetzt hoch. Scheint nicht so. Wo geht denn das genau hin? Nirgendwo, oder? Ich glaube, da unten ist nicht mal ein Höhleneingang oder so. Ah. Das. Ich überlege gerade, ob ich die Brücke schon mal gesehen habe. Aber wahrscheinlich
sieht die nur sehr ähnlich aus wie eine andere. Weil beim Belia-Turm waren ja auch solche Brücken, aber ich glaube, die waren nicht so lang. Nein, dieser eine Sandgolem, wie er jetzt noch lebt. Nur weil er abgehauen ist. So ein Mistkerl. Ist hier irgendwo ein Bett? Frage. Was haben wir hier? Assassinen oder Nomaden? Assassinen. Hi! Okay. Mein Gott. Geil, ein Kochlöffel. Eigentlich könnte ich mal kochen, ne? Kann ich irgendwas Krasses herstellen? Albins Fischsuppe. Nicht wirklich. Crawler-Suppen. Weiß nicht, ob die viel heilt, aber von Crawler habe ich ja genug Zeug. Und okay, so viel dazu. Von den Fischsuppen kann ich wahrscheinlich mehr als genug machen, weil ich wahrscheinlich fucking viele Fische habe. Aber ich kann immer nur 5 herstellen. Wow. Einmal mache ich es jetzt noch. Weiß nicht, ob ich da rein darf. Hallo? War gerade an der Fackel gestuckt. Hey du! Kann man durch den Pass? Nein. Der Pass nach Ishtar bleibt für jedermann geschlossen. Nur wer von Tartaron den Schlüssel bekommen hat, kann durch den Pass. Warum wurde der Pass gesperrt? Das geschah auf Tartarons Befehl. Aber mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Da haben wir einen Karawanenführer, der... Kann ich das aufmachen? Nein. Ach, das ist wahrscheinlich der Pass hier, oder? Ja. Wo genau führt denn der hin, ist die Frage. Also, ja, nach Ishtar, aber ist das schon Ishtar dann, oder? Ups. Bist du der Kommandant hier? Ja. Hier am Pass hast du dich an mich zu wenden. Mein Name ist Kabir. Was willst du? Wieso gibt's hier Kabir? Ich würde dir daher gerne einige Fragen stellen. So? Na mal sehen. Was also willst du wissen? Teleport zum Pass. Nice. Ich muss nach Amana. Kennst du die Parole für die Torwache? Nein. Und wenn ich sie wüsste, dürfte ich sie dir auch nicht sagen. Und wie tolle Parole, wenn sie keiner kennt. Na, ohne Parole. Schließlich sind wir der Torwache bekannt. Doch du musst sie auf jeden Fall haben. Und von wem könnte ich die Parole unter Umständen erfahren? Keine Ahnung. Im Übrigen, warum glaubst du eigentlich, ist so eine Parole da? Sie ist dazu da, nicht jeden Unberufenen in die Festung zu lassen. Was gibt es hier für Orte? Das ist die Parole. Hau ab! Des Passes. Der ist nicht da. Du findest hier zunächst einmal 3 Städte. Die erste Stadt ist die Festung Amarna. Sie ist hier ganz in der Nähe. Amarna ist für die Sicherheit hier am Pass zuständig. Daher kommt auch ein Großteil meiner Leute aus dieser Festung. Dann gibt es unten im Tal die Stadt Ashdod. Dieser Ort war vor dem Krieg mit Mutana wegen seines Beliar-Tempels sehr berühmt. Heute ist Ashdod lediglich ein Treffpunkt von Jägern und Artefaktsammlern. Des Weiteren gibt es hier die große Handelsstadt Ugar, wo der große Tartaron residiert. Dort kann man fast alles an Waren bekommen, was es auch in Ishtar, Bakaresh oder Morasul gibt. Dort solltest du mal unbedingt gewesen sein. Ugar liegt hier oben, auf der anderen Seite des Bergplateaus. Damit wird etwas geklärt. Und zu guter Letzt gibt es hier oben noch einen militärischen Posten, der den Handelsweg zum Tal von Ashdod kontrolliert. Das ist der Beliar-Turm, der von Malik kommandiert wird.
Dort gibt es aber nicht viel zu sehen. Das würde ich nicht sagen. Dahinter sind 78.000 Trolle. Höchstens ein paar Nomaden, die dort im Gefängnis machten. Einer. Und außerhalb befinden sich 17.000. Ich bin auf dem Weg zur Stadt Ashtod. Ja, das kann ich. Ja gut, das wollen wir jetzt nicht anhören. Kann... Nein. Nein. Und hat er ja schon gesagt, dass man nicht durch darf. Wie ist die Lage? Wie soll die Lage schon sein? Unsicher. Was sonst? Aber wenn du Neuigkeiten erfahren willst, dann spreche mit meinen Männern. Warum wurde der Pass eigentlich gesperrt? Warum willst du das wissen? Interesse? Aus purer Neugier. Ja. Na schön. Tartaron will keine Fremden hier haben, weil diese vielleicht für den Feind spionieren könnten. Wieso? Hat Tartaron etwa geheime Pläne? Anscheinend. Aber genaueres weiß keiner. Das ist geheim. Wir müssen aber mit dem Erscheinen der Orks in Verbindung stehen. Was wollen die Orks im Barrand? Sie suchen mächtige Artefakte des alten Volkes. Mhm. Und wo findet man welche? Verschiedenfarbige Cluedo-Steine. Die alte Pyramide von Tadmor birgt noch manche Geheimnisse. Dort jedenfalls werden die Orks... Die haben einen farbenblinden Ork auf die Suche geschickt. Der findet nur Graue. Das ist so dämlich. Dass es irgendwie schon wieder gut ist. Nein! Jetzt habe ich bis mittags gepennt. Egal, dann lasse ich das jetzt so und penne, wenn ich losgehe, nochmal bis morgens. Ist hier eigentlich jetzt irgendwann mal ein Händler, der mir eine verdammte Adeptenrobe verkauft mit Schutz vor der Sonne? Oder ist hier überhaupt noch jemand anders mit einem Namen? Hat nur der eine hier einen Namen? Okay. Das ist interessant. Na gut, wenn Ugar nicht weit weg ist, dann hau ich mich jetzt dahin. Ja, das ist tatsächlich nur er mit dem Namen. Dann hau ich mich jetzt dahin. Und... Oh, warte mal, wer bist du? Sorab. Hallo, ich bin... Was willst du? Ich habe keine Lust, mit jemandem zu quatschen. Ich wollte nur einige Auskünfte. Dann geh zu den Kriegern, wenn du was wissen willst. Und wenn die dir nicht weiterhelfen können, dann frage Kabir. Kabir? Wer ist das? Kabir ist der Post. Ja. Wer bist du? Warum willst du das wissen, hä? Na, sagen wir mal, weil du so freundlich und sympathisch bist. Hey, du willst mich doch nicht auf den Arm nehmen, oder? Würde mir nicht im Traum einfallen. Da hast du noch mal Glück gehabt, Bursche. Bis jetzt hab ich es noch mit jedem aufgenommen. Ich speichere mal, ich habe das Gefühl, dass es gleich in einem Kampf ausartet. Sagst du mir jetzt endlich, wer du bist? Na schön, wenn du es unbedingt wissen willst. Mein Name ist Sora. Früher gehörte ich zu den Sklavenjägern von Amarna. Das ist der Ort, der dem Pass am nächsten liegt. Doch jetzt bin ich für die Verpflegung der Truppe hier am Pass zuständig. Du bist also jetzt ein Händler? Ich? Ein Händler? Nein. Wie kommst du darauf? Ich kaufe oder verkaufe überhaupt nichts. Die Sache läuft ganz anders. Hassan, der Kommandant der Krieger in Amarna, kauft die Waren von Karim. Das ist der einzige Händler, bei dem man in Amarna Lebensmittel bekommt. Hassan lässt die Sachen dann mir zukommen, damit ich sie in meinem Lagerhaus aufbewahre. Das ist vermutlich das Haus hinter dir. Ich bereite die Speisen zu und verteile sie dann täglich an die Männer. Du bist also ein Koch. Das ist alles. Ach so, du bist ja also nur der Koch? Ja, der bin ich. Hast du vielleicht was dagegen? Ich? Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Jetzt kocht er vor Wut. Na, wie wär's? Hast du für mich vielleicht einen Teller Suppe übrig? Nichts da. Hassan würde mir den Kopf abreißen, wenn ich jeden Landstreicher hier mit durchschüttern würde. Hau bloß ab. Eins aber verstehe ich nicht. Was verstehst du nicht, hä? Wieso wird ein ehemaliger Sklavenjäger Koch? Scheint mir irgendwie ein Abstieg zu sein. Abstieg? Ich gebe dir gleich Abstieg. Werd hier bloß nicht frech.
Jetzt spiel dich hier bloß nicht auf. Also, was ist der Grund für deinen Berufsausstieg? Gewissensbisse? Eine tiefe Sinneskrise? Oder ging dir einfach die Puste aus, wenn du hinter deinen Sklaven hergerannt bist? Gewissensbisse? Sinnkrise? Puste aus? Hau bloß ab, wenn du den nächsten Tag noch erleben willst. Na komm schon, was war der Grund? Das geht dich überhaupt nichts an. Verstanden? Na schön, wie du willst. Vielleicht hätte ich dir ja helfen können. Du würdest mir wirklich helfen? Ja, oder sagen wir mal besser, je nachdem. Also, was ist passiert? Ich wurde ganz gewaltig unter den Tisch gezogen. Diese verdammten Kerle. Wenn ich die erwische, dann... Wen meinst du? Sadik und Hulam. Diese Mistkerle. Sie sind Sklavenhändler in Amarna. Lange Zeit waren wir Partner gewesen. Doch während ich die ganze Arbeit erledigte, haben die mich um meinen Anteil geprellt. Mehr als 1000 Goldstücke habe ich von diesen erbärmlichen Betrügern zu bekommen. Aber eines Tages werde ich mir mein Gold wiederholen. Darauf kannst du dich verlassen. Nicht nötig. Ich werde dir dein Gold wieder beschaffen. Was? Das würdest du wirklich für mich tun? Klar, für eine kleine Provision, versteht sich. Sagen wir 20%? Was? 200 Goldstücke? Ist das nicht ein bisschen viel? Jetzt tu nicht so scheinheilig. Du sagst, es sind mehr als 1000 Gold, also es sind doch mehr als 200 Goldstücke. Na gut, abgemacht. Bring mir mein Gold, dann sollst du deine Belohnung bekommen. Man lässt mich nicht in die Festung, ich brauche die Parole. Ach ja, hatte ich ganz vergessen. Zu dumm. Aber da kann ich dir leider auch nicht helfen. Warum denn das? Sag bloß, du kennst sie nicht. Nee, ich kenn sie wirklich nicht. Die Parole gilt im Grunde nur für Fremde. Die Passwachen und ich kommen auch so in die Festung. Aber dich werden sie leider nicht reinlassen. Tja, da kann man wohl nichts machen, oder? Vielleicht doch. Geh nach Ugar. Die Händler dort müssen das Passwort kennen. Denn sonst könnten die wohl kaum mit Amarna Handel treiben. Also ich könnte ihm jetzt sein Gold zwar wiedergeben. Solange du. Aber ich möchte erstmal versuchen, ob ich es wirklich von denen bekomme, anstatt ihm einfach mein Gold in die Hand zu drücken, auch wenn ich mehr als genug habe. Fasel blub 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 Fasel, irgendwas wollte ich noch sagen gerade. Genau, ich während dem Gespräch wollte ich das schon die ganze Zeit sagen, aber hat einfach nicht die Fresse gehalten. Ich finde es komisch, dass ich ihm nicht einfach seinen Schlüssel klauen kann für sein Lagerhäuschen hinten. Strange. Hätte jetzt ja eigentlich gepasst, ne? Aber gut, vielleicht bekomme ich das als Questbelohnung oder so, was eigentlich auch keinen Sinn macht. Steintafel der Bogenschützen 2. Okay, hier muss da jetzt nochmal irgendwie eine Armada, ein Gegner sein oder 4 Trolle oder keine Ahnung. Mhm, ein Panther. Naja, ich hatte fast recht. Aua. Ist jetzt hier wirklich nur ein Panther? Ah, okay. Ich glaube, ich habe meine Giftpalette nicht mehr ausgerüstet. Das ist tatsächlich sehr viel freie Fläche mit nichts. Aber vielleicht komme ich hier ja irgendwie gleich noch runter oder rüber. Auf das andere Plateau zu Ugar.
Es ist fürchterlich, wenn die einfach stehen bleiben und diesen Sturmangriff nicht mehr machen. Und du quasi... Ach stimmt, eigentlich wollte ich ja bis zum nächsten Tag pennen, ne? Jetzt schon wieder 14 Uhr. Und die immer diesen Prankenangriff machen und du kommst halt nicht mehr an die ran. Obwohl du eigentlich eine Waffe mit sehr viel Reichweite hast. Auf jeden Fall mehr Reichweite als die Tatze von denen. Mein Gott. Unnötig viel Leben ich verliere. Ah, schaut gut aus, schaut gut aus. Ja. Sieht aus, könnte man rüberkommen. Allerdings, streng genommen, war ich da schon, wenn ich das so sehe. Ja. Egal, schauen wir mal, wo es hinführt. Vielleicht komme ich ja weiter hoch oder so. Ich krieg die Krise. Aber ich glaube, das ist ein Sandsteingolem. Das war die sogenannte Verfehlungsfaust. Gibt's eigentlich nur in der Religion. Die kriegst du, wenn du die Gesetze der Religion brichst. Oder die Gebote. Das trifft's besser, nicht Gesetze. Ich glaube, das führt einfach nur runter. Und wenn das so ist, dann ist das nichts Besonderes. Für mich. Weil da war ich ja eigentlich schon. Da ist nix. Jo, hier war ich schon. Okay. Dann... Ich überlege. Uga ist da oben. Wir haben ja eigentlich bei der Oase angefangen. Hochzulaufen. Hat nicht so gut funktioniert. Anderes Plateau, also quasi die andere Richtung. Ich müsste nochmal zur Mühle rüber. Machen wir das doch. Tiefer zur Küste, zum Pass von Ishtar. Nein! Das ist keine gute Idee. Ich trage keine Nomadenrüstung, alles gut. So, jetzt muss ich mich mal kurz anders hinsetzen. Oh, je, je, je. So. Dann speeden wir jetzt rüber. Und schauen wir mal, ob wir dann noch in die andere Richtung gehen können. Und dann schauen wir mal, ob wir in Uga die Parole kriegen. Und generell wird Uga interessant. Endlich mal wieder ein bisschen neue Leute kennenlernen, neue Quests quatschen. Weil es war jetzt viel freie Fläche mit viel nix. Das ist halt, ja. Idee ist, what Idee ist. Aber wenn ich halt nicht alles so genau durchsuche, könnte ich ja was verpassen. You know? Und das möchte ich nicht. Also muss ich alles genau durchsuchen. Ja. Blöde Viecher! Ich wollte jetzt nicht den Zaufpack-Modus ausmachen wegen diesem einen blöden Löwen da. Autschi. Wow, da ist noch einer. Weiß immer noch nicht, wieso South Park. Eigentlich blöd, ich hätte mich jetzt wieder hinlegen können, was von der Uhrzeit sowieso eine beknackte ist. Also, ja. Ich glaube, man kommt tatsächlich auch gar nicht über die Mauern.
Hi. Bye. Ja, 16.11 Uhr, ne? Ja, komm. Dann war die Heilung jetzt zwar echt umsonst, aber bevor es wieder so spät ist, dass es wieder zaberdurste wird, mach ich lieber so. Da hinten sehe ich sogar schon ein Zelt. Suncrawler, Leute. Mensch, da haben wir ja schon ewig keine mehr gesehen. Das sind meine absoluten Lieblingsgegner hier in Varrant. Gib Ruhe. Hä? Was ist jetzt passiert? Wieso kann ich die nicht anvisieren? Ich kann die nicht anvisieren. Was ist denn hier? In dieser Einbuchtung. Eine Höhle vielleicht? Ja. Wow. Oh, irgendwas ist da. Goblinbeere, Feldknöterich. Wahrscheinlich ein Feldknöterich. Ah, nee, es könnte eine Goblinbeere sein. Nee, ein Feldknöterich. Alter, ein Feldknöterich. Geht's eigentlich noch, Spiel? Die sind seltener als Kronstöckel, die Dinger. Boah. Es fängt schon wieder an, dass ich echt miserabel treffe, finde ich. Also es ist jetzt in den letzten paar Folgen, ist es wieder echt schlimm. Okay, nur beschweren und dann geht's. Suncrawler das sind. Aber zugegeben, wenn ihr euch erinnert, in Gothic 3 sind es bei den Suncrawlern, wenn die relativ nah aneinander sind, das sind auch, also das sind keine Ahnung, auch 15, 20 Stücke. Ich erinnere mich da an eine Quest bei einer Mine. Alter, das sind ja so viele davor. Das ist ja lächerlich. So, mach jetzt die letzten auch noch kurz tot und dann gehe ich mal zu dem Zelt. Schau mal. Wow. Danke für den Charge-Angriff. Da hinten ist, glaube ich, eine Zugbrücke oder sowas, so wie das aussieht. In der Entfernung, da direkt über dem Kopf jetzt. Also vielleicht ist das schon Uga. Ich schaue jetzt nur, ob hier was ist. Ja, es war klar, dass hier noch was ist. Ein Razor, den brauche ich im Fernkampf gar nicht probieren. Das waren ja die, glaube ich, nur 5 Schaden kriegen, ne? Ich hab's jetzt zumindest gerade nicht mehr genau im Kopf. Doch, der hat das noch hin. Wisst ihr, was die in den Mod eigentlich hätten einfügen können? Das war in Gothic 2 etwas, das mich immer gestört hat. Und zwar, dass die Zauberstäbe Mana geben. Die zweihändigen. Das ist an sich geil, aber du hast dann halt einen zweihändigen Zauberstab an. Das ist nicht mehr geil.
Ich finde, die könnten so einen einhändigen, also im Endeffekt müssen sie einfach nur den Zauberstab, der schon im Spiel ist, meinetwegen nehmen, kleiner skalieren, dass es wie eine Einhandwaffe ist. Oder halt einfach was von dem Stiel wegnehmen unten. Dass das Textur verwenden. Und dann gibt es halt einhändige Waffen. Die geben dann halt meinetwegen, weiß ich nicht, statt 25 Mana geben sie halt 15 oder keine Ahnung. Dass sie halt weniger geben. Weil es auch nur Einhandwaffen sind. Aber dass du halt wenigstens auch Einhandwaffen tragen kannst. Das wäre nice. Habe ich wohl falsch schnell. Ich dachte, die Feuerpfeile machen auch 15 Schaden am Sandgolem. Ich glaube, das ist ein Nomade. Ismael. Ich glaube, es ist ein Nomade. Aber ich kann mich auch irren. Vielleicht ist es auch einfach ein neutraler NPC. Weil der hat halt keinen grünen Namen. Willkommen, Fremder. Ich bin Ismael, der Wasserhändler. Du handelst mit Wasser? Mit Wasser und was man sonst so in der Wüste benötigt. Sieh dir nur an, was ich habe. Gehörst du zu den Assassinen oder den Nomaden? Na, man sieht, Fremder, dass du nicht aus Varan stammst, sonst würdest du mir diese Frage nicht stellen. Ich bin ein Nomade, gehöre aber keiner Sippe an. Das heißt, früher gehörte ich zu Saids Sippe, aber das ist lange her. Soviel ich gesehen habe, ist hier ganz in der Nähe eine Assassinenstadt. Ja, die Festung Amarna. Eine Mühle, die vor der Festung liegt, gehört zu dieser. Hast du denn keine Angst, von den Assassinen entdeckt zu werden? Nein, ich habe nichts zu befürchten. Die Assassinen aus Amarna lassen mich in Ruhe. Ja, sie handeln sogar mit mir. Du machst mit den Assassinen Geschäfte? Ja, warum nicht? Schließlich verkaufe ich ja nur Wasser. Und Wasser braucht schließlich jedermann in der Wüste. Auch die Assassinen. Woher beziehst du eigentlich dein Wasser? Aus einem geheimen Brunnen, dem ich niemanden, also auch dir, nicht verraten werde. Doch wenn du etwas benötigst, dann werde ich es dir gerne verkaufen. Okay. Okay. Der hat wesentlich mehr, als ich mit gerechnet hätte. Und natürlich sehr viel Wasser. Kräftiger Eintopf. Ich glaube, den kann ich noch nicht. Birnenkompott glaube ich auch nicht. Das kostet ja alles nichts. Ich nehme mal alles mit. Weiß ich irgendwas davon. Ich habe Schwarzpulver. Windfaust. Naja gut, ich werde alle Tränke mitnehmen. Also wird scheiße teuer sein, aber Alter, wie viel Geld ich jetzt verloren habe. Holy moly! Komm, mach mal mich pleite. Gib's mir jetzt richtig. Ich habe kein Geld mehr. Ja. Die kannst du haben. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Das Schild kann ich eh nicht tragen. Den Lars Nordmar-Bogen behalte ich mal, weil der gehört bestimmt entweder dem Typ, der in dem Turm ist, oder dem anderen, den ich hier schon gefunden habe, diesem Fremden. Dann habe ich schon mal wieder 2200. Dann, ja, weiß ich nicht. Ein paar Wolfsfälle. Ein paar Zähne, da habe ich mittlerweile schon jede Menge, obwohl ich es erst seit kurzem kann. Ein paar Krallen. Ja, gut, jetzt habe ich ganz schön gepasst, ne? Mit dem, was ich gekauft habe, das war echt teuer. Eine der Blutkelche. Silberkelch, Silberkette, Silberring. Das ist gut, dass ich da jetzt mittlerweile so viele habe. Da kann ich mir gleich mal was herstellen das nächste Mal. Ich habe doch bestimmt noch irgendwo... Hier, Goldenteller. Holzschale, nice. Roccos goldener Ring. Bin ich schon auf einen Rocco getroffen? Der Name sagt mir was.
Okay, den Rest lasse ich mal. Und mach mal hier das ganze Zeug auf. Okay, da sind nur Goldbrocken drin. Das ist gut und schlecht gleichzeitig. Weil ich weiß nicht, ob man das Gold hier, also die Goldbrocken hier zu Gold schmelzen kann und ob das dann... Wow. Danke, Spiel. Und ob das dann theoretisch mehr gibt? Nichts zu holen. Nichts zu holen. Oder ob ich es einfach verkaufen kann. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Habe ich das eigentlich gerade richtig gesehen? Ja, wobei, nee, es kann sein. Ich habe jetzt gerade kurz gedacht, dass da drin ein Stängel war, der quasi aus der Muschel rauskam. Nichts zu holen. Und dass ich den halt instant inhaliert habe, aber wahrscheinlich hat es oben was... Also es kam was raus, was oben irgendwo reingetan wurde, dadurch hat es das ganze Inventar verschoben. Hering. Ich habe doch noch andere Muscheln, oder? Ich habe doch nicht nur die. Was sind denn die anderen? Ja. Nichts zu holen. Machen wir den ganzen Mist mal auf. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Das ist halt auch jede Menge Zeug, was ich verkaufen kann. Zum Beispiel die Perlen. So viele brauche ich niemals. Und die sind eine Menge wert. Paket mit Metallstücken. Wert 0 könnte man verkaufen. Ich behalte es mal. Vielleicht ist es für eine Quest. Ja. Jetzt bin ich anscheinend richtig drauf. Schärfte Bolzen, normale Bolzen. Kann Amulett der Krieger kriegst du einmal. Amulett der Lebenskraft ist useless. Da habe ich was Besseres. Genauso wie das Mana-Bonus-Amulett. Ring der Heiler habe ich dreimal, da reicht zweimal. Geschicklichkeit, Geschicklichkeit. Schutz vor Waffen, Stärkebonus. Gut, den brauche ich jetzt echt nicht mehr. Ich glaube, die sind beide relativ crappig, oder? Ja. Ich meine, wenn ich ein bisschen was wegkriege, dann kann ich auch schneller runterscrollen, aber... Kannst du haben, das kannst du haben. Einmal nach Erkannung. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Karten reichen, wenn ich sie einmal habe. Chroniken von Tamora brauche ich auch nicht mehr. Wandlungszauber brauche ich nicht mehr. Tagebuch des Eremiten brauche ich auch nicht mehr. Dann habe ich noch was gesehen, was ich verkaufen möchte, weil ich richtig viel davon habe. Wo ist es denn jetzt? Gletscherquarz. Wo ist es denn? Ich weiß, dass ich... Kriege ich eigentlich auch mehr Geld, wenn ich den Salzstein zu Salz verarbeite? Ist der dann mehr wert, wenn ich das als Salz verkaufe? Weil ich halt einfach mehr habe, mehr davon bekomme. Ein paar Blutfliegenflügel. Ah, hier, Haut eines Reptils, das war's. Goldbrocken. Sind aber auch nur 3 wert hier, ne? Gut, ja. Ich glaube, das reicht. Ich habe zwar keine 10.000 Gold, aber ist schon in Ordnung. Ausgestoßen? Na, weswegen schon? Ich hatte etwas getan, was gegen die Gesetze unserer Sippe verstieß. Was ich aber getan habe, werde ich dir nicht sagen. Du glaubst doch nicht, dass ich der Mann bin, der jedem Neugierigen seine Lebensgeschichte erzählen wird, oder? Doch. So viel Kontakt hast du nicht zu anderen. Blöd, Mann.